Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Mafia. Wir haben Morello getötet. Sie verfluchtes Phantom. Ich habe sie 3 verdammte Jahre lang gejagt. Dafür gibt's lebenslänglich. Oder den Stuhl. Sie wollen nicht den kleinen Fisch, sondern den großen dahinter. Darum geht's also die ganze Zeit, hm? Sie liefern mir Salieri. Die gestohlenen Geschäftsbücher. Ich habe sie. Gehören Ihnen genug, um Salieri für immer einzusperren. Wenn wir einen Deal haben. Meine Familie für den Don. Erkennen Sie jemanden? Wirklich nicht? Der Alte ist Don Pepone, die 2 Jüngeren sind Morello und Salieri. Ja. Okay, verstehe. Wann war das? 1920? April. Morellos Hochzeit, Salieri war sein Trauzeuge. Scheiße, sind ja noch Kinder. Und schon Soldaten in Pepones Truppe. Was ist passiert? Wie konnten sie von besten Freunden zu erbitterten Todfeinden werden? Ich wusste nicht mal, dass sie Freunde waren. Ach, Tommy. Was sie alles nicht wissen, könnte einen ganzen Tresor füllen. 1922 ertrinkt Pepone in einem See. Damit alles weiter glatt läuft, teilen sich Salieri und Morello die Stadt untereinander auf. Ja, ich habe die Geschichte gehört, also was? Ihre Freundschaft hätte für die Abmachung reichen sollen, macht aber keinen Unterschied. Nach Morello war Salieri glücklich, dachte, uns gehört die ganze Stadt. Ich war nur froh, dass der Krieg vorbei war. Aber dann dachte ich nach. Was nützte Morello sein ganzes Geld, wenn es ihn nicht vor jemandem wie mir schützen konnte? Einem verdammten Taxifahrer. Es hat ihm nur eins gebracht. Eine riesige Zielscheibe auf seinem Kopf. Dieser Gedanke kreiste in meinem Kopf und ließ mich nicht los, bis ich eines Tages im Spiegel dieselbe Zielscheibe sah. Genau hier. Sie wollen auf meine Tränendrüse drücken, nicht wahr? Ich wollte das gute Leben nicht aufgeben, sicher nicht. Ich dachte, ich bin einfach schlauer als Morello. Damit nicht eines Tages Paulie oder Sam mit einer Knarre zu mir kommen würden. Die Sache ist, das sieht man nicht. Wenn man sich auf der Straße durchschlägt, um sein Leben kämpft, dann ist der Typ neben dir nicht dein Partner, sondern dein Bruder. Für ihren Bruder würden sie töten, stimmt's? Aber nachts liegt man wach und fragt sich, was er und der Don insgeheim planen. Ob dein bester Freund hungrig genug ist, dich zu verraten. Ja, hoffen wir das mal nicht. Wahlkampf 1938. Gab's Probleme? Nein, Boss, keine Probleme. Noch was für mich?
Paulis ist etwas leicht. In meinem ist mehr, sollte es ausgleichen. Oh, Tommy trinkt wieder. Bist du gern schwimmen, Tom? War ein paar Mal am Strand, klar. Ich kannte mal ein paar Typen. Fuhren mit Bräuten an den See. Tranken ein paar Biere, hatten Spaß. Und dann stürzte sich einer ins Wasser. Er schwimmt in die Mitte vom See und merkt, ihm geht die Puste aus, schafft's nicht zurück. Er ruft um Hilfe. Der andere Typ ist ein guter Schwimmer. Er schwimmt raus, um seinen Kumpel ans Ufer zu bringen. Der erste Typ ist dumm und weiß nicht, dass das Wasser zu tief für ihn ist, wird panisch. Hängt sich an seinen Freund, beide gehen unter, tauchen nicht mehr auf. Paulie ist dein Freund und du bist loyal. Ich respektiere das. Aber zahl nie wieder seine Rechnung. Okay, Boss. Gut. Jetzt kümmern wir uns um diesen Turnbull. Den angehenden Gouverneur? Ja, den. Er redet davon, uns das Geschäft schwer machen zu wollen. Lustig. Er gibt mehr für Huren aus als Paulie und Sam zusammen. Soll ich ihn besuchen? Vielleicht bestechen? Nein. Trau nie einem Heuchler, Tom. Wir müssen seine Ambitionen beenden. Und zwar so, dass niemand auf dieselben Gedanken wie er kommt. Hat Vinnie einen Plan? Na klar. Turnbull hält eine Rede bei Central Island. Das Rednerpult ist abgeschirmt und schwer zu erreichen. Vom Turm im alten Gefängnis kannst du die Kundgebung gut sehen. Von dort verpasst du ihm ein drittes Auge. Okay. Ich hol mir von Vinnie die Waffe. Denk dran, du hast nur eine Chance. Verfehlst du ihn, wird er sofort weggebracht. Ich bin ihr bester Schütze. Sonst würden sie nicht mit mir sprechen. Dann mach es. Okay, eine kleine Scharfschützenmission hier. Attentatsmission. Ja, sollten wir hinkriegen. Wir schauen uns aber erstmal wieder in der Bar um. Wenn es wahr ist, was du sagst, sind wir im Geschäft. Wenn der Don sein Okay gibt. Ist es. Ist gutes Zeug. Unsere Kunden erwarten nur das Beste. Wir haben das Sagen in der Stadt. Und damit das so bleibt, kriegen sie das auch. Ja, immer mal was aufschnappen hier. Was haben wir denn hier schön? Das ist eine Zeitung. 15. Juli 1938. Hank Turnbull, ehemaliger Kongressabgeordneter von Lost Haven, beginnt heute seine Kampagne zur Gouverneursauswahl mit einer Veranstaltung im Robinson Park. Turnbull hatte sich 1932 aus der Politik zurückgezogen, fühlte sich aber nach dem berüchtigten Geburtstagsmassaker, bei dem sein Freund und Stadtratskollege Roberto Ghilotti ermordet wurde, verpflichtet, in den öffentlichen Dienst zurückzukehren. Turnbulls Zusicherung, das Bandenwesen zu bekämpfen, wird ihm bestimmt Unterstützung in seinen Heimatstaat einbringen, wo letzte Woche im 10. Jahr in Folge Kriminalitätszahlen in Rekordhöhe verzeichnet wurden. Wieder einer, der nicht versteht, wie diese Stadt funktioniert. Er wird es früh genug. Ja, Sarah arbeitet hier nicht mehr. Jetzt haben wir hier eine neue Bedienung. Du hättest das gestern sehen sollen. Himmel. Hier wartet eine Cola auf dich, wenn du für heute fertig bist. Ja, eine Cola nehmen wir mit. So, ab zu Vinnie. Hey Jungs. Hey Tommy. Der Boss meinte, du hast was für mich. Ich hab da was von einem Typen in Fort Stanmore. Salieri will das sauber durchziehen. Also ganz ruhig, bis der Kerl tot ist. Little Tony hat eine von diesen für dich versteckt. Oben im alten Knast? Ja, die Familie kennt den Laden sehr gut. Die aktuellen Bewohner sind ziemlich übel. Pass also auf, Little Tony hat das Gewehr in einem Zimmer mit Aussicht versteckt. Im obersten Stockwerk. Hab die Schnauze voll von diesen Politikern. Die Stadt gehört uns, Tom. Genau zwischen die Augen. Wir machen das schon. Such dir einen Weg rein und geh zum Wachturm. Wir nehmen uns noch Munition mit. Dafür ist der Schlüssel.
Und holen uns ein Auto raus. Ja, was nehmen wir denn Schönes? Wir haben ja einige, 14 im Besitz. Mal gucken, was es hier so Schönes gibt. Der ist auch recht hübsch. Ui, der Eckhardt, das ist Morellos altes Auto. Nehmen wir den mal. Der sieht doch gut aus. Und hat auch was unter der Haube. Fährt relativ schnell. Au. Das war knapp. So, mach mal Platz da. Wir wollen da parken. Okay. Hier kommen wir rüber. Ja, sieht alles ziemlich heruntergekommen aus hier. Da drin ist Platz zum Schlafen? Ganz viel. Weißt du den Weg rein? Kommst du von der Stadt? Die redet ihr nie alle los. Sind so viele. Niesmann? Ja. Er meinte, du willst zum Wachturm. Hat mich bezahlt, damit ich einen Weg markiere. Man kommt nur durch die Kanalisation rein. Und dann geradeaus. Auch das noch. Durch die Kanalisation, Leute. Hey, du da unten! Wir bleiben, wo wir sind! Verzieh dich! Okay, auf einmal haben wir keine Waffen mehr. Hätten wir vielleicht nochmal welche mitnehmen sollen. Können wir den ausschalten hier? Okay, mussten wir aber glaube ich gar nicht ausschalten. Der hat auch nichts dabei, schade. Da kommt jemand! Nein. Keiner von uns. Hier bist du nicht willkommen. Ey, ich warne dich. Okay, ausgeschaltet ist ausgeschaltet. Dann gehen wir hier weiter. Ja, so kommen wir ins Gefängnis, sehen wir auf der Minimap. Kommen wir da rein? Nee, wird irgendwo im Gebäude angezeigt hier. Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe? Warum sollten wir? Ich will doch nur schnell was erledigen hier. Wir sind hier zu Hause. Warum versteht ihr das nicht?
Hey, Cop! Es ist abgeriegelt! Kein Reinkommen! Da kommt jemand! Ja, wir lesen erstmal, was hier so drin steht. Sicherheitsmaßnahmen, Gefängnis von Lost Haven, Central Island. Ablauf beim Betreten und Verlassen ab heute, 1. Juni 1921, muss diesen Regeln Folge geleistet werden. Ein triftiger Grund für den Besuch muss vorgewiesen werden. Stellen Sie sicher, dass sich vor und hinter der Sicherheitstür Werte befinden. Ziehen Sie den Hebel zum Entsperren und Öffnen und stellen Sie sicher, dass die Tür umgehend wieder versperrt wird. Ja, dann wollen wir mal. So, Kollege, wo bist du hin? Du warst doch eben noch hier. Den schalten wir mal aus. Okay, der ist ausgeschaltet. Ich war mir nicht sicher, ob wir jetzt hier schleichen müssen. So, da hinten ist noch eine Madame. Die fragt, ob wir Hilfe brauchen. Vielleicht hat sie ja ein paar Infos für uns. Wo ist der Wachturm? Geh durch den zentralen Zellenblock. Die Tore sind meist zu, wegen der Feds. Danke. Sei hier drin auf der Hut, Fremder. Wir sind argwöhnisch. Na klar. So, hier haben wir eine Munitionskiste, aber wir haben halt noch keine Waffe. Deswegen macht das nicht so viel Sinn. Habe ich nicht gesehen, nein. So, wollt ihr Stress oder lasst ihr mich einfach nur durch? Der da hinten will Stress. Hätte ich mir sparen sollen. Okay, hier kommen wir wieder an den Anfang. Interessant. Ich hatte einen Job. Einen guten Job. Hören Sie auf, mich zu beurteilen. Wir haben noch gar nichts gesagt. So, ganz viele Zellenblöcke hier. Hallo, Madame. So, der sieht nach Ärger aus. Okay, hier geht's wieder nach draußen. Hier wurden wir angepöbelt. Aus dem Raum. Zellen, die können wir sogar nochmal aufmachen hier. Glaube ich zumindest. Jo. Aber auch hier, doch, hier ist was drin. Okay, lesen wir die Notiz mal. Brief des Häftlings. Natürlich werde ich auf dich warten, für Gott und für deine Tochter. Sie fragt Tag für Tag nach dir und will, dass du nach Hause kommst. Was antworte ich ihr nur? Dass ihr Vater ein Krimineller ist, ein Mörder. Und falls er bald zurück in unser Heim kommt, es nicht seiner Reue oder verdientem Leid zu verdanken ist, sondern dem Abschaum, dessen Umgang er pflegt. Solltest du dort drin nicht sterben, musst du dich ändern, wenn du wieder rauskommst. Setze dem Blutvergießen ein Ende, dem Fluch dieser Familie und teile nie wieder mit anderen Frauen unser Bett. Falls nicht, werde ich sie dir wegnehmen und du verlierst sie für immer. Sarah betrauert, dass du in diesem Gefängnis eingesperrt bist, aber ich habe nicht eine Träne vergossen. Geh mit Gott, CM. So, jetzt sind auch hier die Räume nochmal auf, aber ich glaube, die haben wir eigentlich schon so gut wie alle inspiziert. Hier können wir vielleicht nochmal nach oben gehen. Wir sollen ja eigentlich dort lang. Nur noch
So, hier oben haben wir dann nämlich einen Comic. Da kommen wir aber noch nicht rein. Müssen wir die Zellen erstmal aufmachen. Da haben wir wieder den Hebel. Okay, Leute, wir sind am Ende der Folge angelangt. Wir machen in der nächsten Folge direkt hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Vielen Dank.